Das, was aus dem Maul dieses Wals herausragt, schauen Sie mal genau hin, ist das Hinterteil eines Tauchers von Rainer Schimpf. Die Szene wurde festgehalten von einem Fotografen auf einem Begleitboot. Es wurde plötzlich dunkel und ich spürte einen Druck auf meiner Hüfte. Da wusste ich sofort, dass mich ein Wal gepackt hat. Rainer Schimpf bietet in Südafrika Walbeobachtungstouren an, ist außerdem ein preisgekrönter Unterwasserfotograf. Eigentlich wollte der 51-Jährige vor der Küste von Port Elizabeth den sogenannten Sardinen-Run filmen. Ein Ereignis, bei dem Delfine, Wale und Haie Sardinen jagen. Doch statt der Fische scheint plötzlich Rainer auf ihrer Speisekarte zu stehen. Ich bin mir sicher, dass es auch für den Wal eine Überraschung war. Rainer Schimpf fürchtet, dass der Wal abtauchen will und holt Tiefluft. Aber alles noch mal gut gegangen am Ende. Der Riesensäuger hat den Mund wohl etwas vollgenommen und spuckt den Taucher wieder aus. Der bleibt, kaum zu glauben, unverletzt.